Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pure Farming. Ich habe in der letzten Folge noch was vergessen zu erwähnen, was mir bei der Kartoffelmaschine sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Da beim Sehen, ich weiß nicht, ob ich das gezeigt, ob man das gesehen hat beim Sehen, die einzelnen Kartoffeln, die hotteln da sogar in die Rohre rein. Also, das nur mal kurz nachgereicht. Nicht, dass das immer heißt, ich würde das irgendwie absichtlich oder unabsichtlich übersehen. So, wir wollen die Kartoffeln ernten. Die Kartoffeln sind reif. Ich lasse gerade die Zeit so ein bisschen vorlaufen, dass wir hier bei Tageslicht arbeiten können. So, Kartoffelernter wird hier, glaube ich, nicht drunter sein. Oder doch, das ist nämlich hier. Ja, genau, der Ackewill-Kartoffelgerät, weil der Gerät niemand schläft. Speziell für die Kartoffelernte. Wenn wir noch hier den kleinen Planter, den wollte ich nicht nehmen. Und, ja, nehmen wir einfach mal. Und dann schauen wir mal, wie das so aussieht, wenn wir hier Kartoffeln ernten. Ich bin schon voll gespannt. Ja, und dann so langsam sind wir in der Finanzsituation, dass wir dann entscheiden können, welche weiteren Maschinen wir uns zulegen. Oder beziehungsweise welche Gebäude. Jetzt bin ich natürlich auf. Jetzt bin ich ja ganz clever. Meistens. Und zwar habe ich ja überlegt, wir müssen aufpassen, welche Tiere wir kaufen, denn wir sollten uns erstmal anschauen, welche Tiere können wir denn überhaupt verkaufen. Ne? Was meine ich damit? Wenn wir jetzt hier mit dem Wissen, dass sich Schafswolle wirklich lohnt, und das tut sie ja, Schafswolle anbauen, wäre es ein bisschen doof, wenn dann die Schafswollannahmestelle auf der gesamt anderen Seite der Map liegt. Denn wir können die ja irgendwie nur mit diesem kleinen LKW transportieren. Mit diesem kleinen Anhänger. Und das, wie soll ich sagen, das widerspricht der stets auf Optimierung ausgelegten Gameplays, die ihr in meinem Kanal seht. Ja. Ja, so ein bisschen doof. So. Und er sprach, es werde Licht, doch er fand das L auf der Tastatur nicht. Hier vorne auch die Gelegenheit nochmal ein Gewächshaus. Ich würde sagen, wir expandieren in Richtung des Maschinenshops, und weil die ganzen Verkaufsläden ja auch in diese Richtung da hinten sind, umso kürzer müssen wir fahren. Erinnert ihr euch auch, LS13 war das ja auch sehr, sehr sparsam gemacht, dass wir halt die Felder, die entsprechend, guck mal hier, wächst schon, die Felder, die entsprechend zum Beispiel unten bei dem, was war das, eine Bäckerei war das, glaube ich, ne? Dass wir dann die Sachen, die zur Bäckerei gingen, dann haben wir die auf den Feldern in der Nähe der Bäckerei angebaut und so weiter und so weiter. So was in der Art würde ich gerne beibehalten. So. Dann schauen wir mal. Ob die Erntemaschine auch hiermit funktioniert. Da war ich gerade etwas orientierungslos. Ist wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. So. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Sachen reif sind, könnt ihr das im Tablet in der Statistik nachgucken. Das ist aber noch nicht so ganz optimal. Ich nuschel schon wieder. Das ist nämlich ganz optimal, weil man, wenn man hier so eine Riesenmap hat, dass ich 60 Felder scrollen muss. So. Aber ich zeig's mal kurz, dann gehen wir hier auf Statistik und dann sehen wir dann hier Felder. Wirtschaftlichkeit hoch. Das ist jetzt hier Feld Nummer Kartoffeln. Gewachsen. Maximale Einnahmen versus geschätzte. Warum das so ist, weiß ich gar nicht. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen warten, ob die Werte sich verändern. Wir gehen mal auf 63. Warten wir noch mal kurz. In der Zeit können wir mal eben kurz gucken. Also was ich jetzt herausfinden will, ist, ob wir da noch ein bisschen die Reifen lassen können, um da noch mehr rauszuholen. Weil 3000 nur in den Kartoffeln jetzt zu verdienen. Der Mitarbeiter hat 300 pro Arbeitsaufgabe gekostet. Das artet ja am Ende noch daran aus, dass ich irgendwas selber machen muss. Das geht nur wirklich nicht. So, warte mal. So, pass auf. Einkaufszentrum. Das ist nämlich jetzt der Punkt. Fleischexport Kolumbien. Das heißt, wir müssten dann da oben hin exportieren. Ein Metzger wäre hier unten. Ein Metzger wäre da unten. Da würde ich fast sagen, das würde ja fast noch gehen. Getreidelager, Wasser, das haben wir hier alles. Okay, wir gucken mal weiter. Kartoffelgeräte, Wassertank. So,
Logistik, nein. Aber was habe ich jetzt? Einkaufszentrale, genau. Burgerfabrik. Die ist ganz da oben. Ein Steakhouse, das wird wahrscheinlich auch Fleisch annehmen. Eine Großbäckerei. Die nehmen wahrscheinlich Getreide an, ja. Käsefabrik. Eine Milchshake-Bar. Also wir müssen die Sachen ohnehin sehr weit transportieren. Lebensmittelmarkt war für unser Gemüse. Das würde wahrscheinlich dann eher Sinn geben, weil da müssen wir nicht so weit fahren. So, dann Pommesfabrik. Das ist da, wo ich jetzt gerne die weißt du? So, und wir sehen keine Schafswolle. Keine Schafswolle. Das heißt, würden wir jetzt Wolle machen, müssten wir die exportieren. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Trade Center, Logistik, jawohl. Mein Besitz, Felder, Obstgärten, Scheunen, Lagerräume, Kartoffelspeicher. Da weiß ich gar nicht, wie das dann funktioniert. Aber ich würde dieses Risiko jetzt nicht eingehen und würde stattdessen Metzger, warte mal, da müssen wir mal eben ins Lexikon gucken, dass wir es auch richtig machen. Oder sollen wir es einfach ausprobieren? Ach Leute, es hat euch so viel Spaß gemacht, dass wir es einfach probieren. Deswegen probieren wir das einfach mal. Und zwar, wir hatten ja einen Schweinestall, oder? Schafe, Kuhstall, Schweinestall. So, der ist nämlich auch neu, den haben wir nämlich noch nicht gezeigt. Dann machen wir jetzt mal unseren Schweinestall hier hin. Und mit dem aus dem Schwein machen wir noch Steak, ne? Macht doch nicht aus noch Rindersteak, gibt's nicht auch Rinder? Ach Gott, ich weiß das gar nicht. Ich bin ja da gar nicht so. Diese Zäune, ne, Leute? Wenn man schon nicht springen kann in einem Spiel, dann baut doch nicht so eine Zäune hier hin. Mensch! So, was wird eigentlich aus der Silage da hinten? Was ist das denn hier? Hühnerstallfutter, okay. Ja, Hühner fand ich ganz lustig, ne? Mit den Eiern dann zum Lebensmittelmarkt zu fahren. Das Problem ist, dass wir keine vernünftigen Hänger haben. Ich habe auch die großen LKW schon probiert. Funktioniert nicht. Tja, und die Missionen könnte ich mir angucken, aber das ist pointless, weil die Missionen führen zu nichts. Da kann man noch mehr raus machen, wir haben noch ein paar Tage. Wenn ihr aber schon mal vorbestellen wollt und viel sparen, ich weiß nicht, wie lange die Vorbestellaktion noch gilt, steht aber wahrscheinlich in der Videobeschreibung drin. So, hier, Schweinestall, Wert 25.000. Kann man auch reingehen hier in die Baustelle, aber wir wollen erstmal kaufen. Und hier müssen wir wieder Futter kaufen. Das ist auch schade, dass man nicht selber das machen kann. Das ist so viel verlorenes Potenzial an der Stelle. So, 25.000. Wir kaufen jetzt nicht alles. Wir fangen erstmal klein an. Wenn wir dann sehen, das lohnt sich, dann können wir ja mehr holen. Hallo, Schweinchen. Was sind das hier? Können wir hier Kartoffeln füttern? Ferkel, Schweine, Schweine, alt. Okay, wir kaufen mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, damit die sich zur Not vermehren können. Und da sind die Ferkel. Oh nein, ist das süß. Entschuldigung, aber da schießt mir gleich wieder die Muttermilch ein. Herrlich. So, ja, hallo. So, was ist das? Das sieht mir nämlich aus wie so eine Kartoffel-Reinkipp. Dingsmaschine für Schweinefutter. Wirklich. Ja, hallo. Oh, ist das süß. Ja, ihr habt Hunger, ne? Ich kaufe mal Futter. Wie Futter kaufen wir denn mal? Zwei? Zwei ist ein bisschen wenig. 12. Ist auch noch ein bisschen wenig. Ich will aber noch ein bisschen Platz haben für... Okay. 8 Schweine. Ja, dann werden wir die mal züchten in der Zeit. So, dann gucken wir mal kurz, was das Silo macht. Denn da habt ihr bestimmt in den Kommentaren geschrieben, du musst ja vielleicht noch was machen. So wie ich euch kenne. Ihr Nase weiß, ihr Schelmenpack. Ja, Kuhstall werden wir auch kaufen, denn wir wollen natürlich Milch in... Ja, Grasspeicher. Wir wollen natürlich auch Milch haben. Wir wollen auch den Dung haben, dass wir halt... mit unserem eigenen Dünger düngen können. Deswegen würde ich mal gucken, hier ist, glaube ich, der Kuhstall. Den kaufen wir auch mal. So, kaufen, jawohl. Und dann holen Gülle. Genau, das ist nämlich der Punkt. Ich will die Milch. Bei den Kühen können wir auf jeden Fall mehr machen. Die bringen aber nicht so viel. Und die Tiere sind viel teurer. Wir kaufen mal
8 Kühe. Und das sind wieder Kälbchen. Oh, das ist so toll. So. Es tut mir leid. Aber soll ich mich verstellen? Soll ich einfach hier so... Klinsmann, Möller, Riedle. Ist doch auch doof. Die brauchen auf jeden Fall viel mehr Futter. Mhm. So, das läuft. Dann hier ist Getreidesilo. Können wir natürlich auch irgendwie... Nee, Milchsilo. Da wird die Milch gelagert. Okay, wir haben noch 74.000. Was machen wir damit denn noch? Was haben wir denn noch hier auf dem Hof oder in der Nähe? Ich wollte, glaube ich, mit dem Gewächshaus, das in der Nähe vom Lebensmittelmarkt ist. Hier ist ein Lebensmittelmarkt. Und wo war... Hier war ein Gewächshaus. Nee, das sind Schuppen. Ansonsten würde ich an die größeren Felder rangehen. Also das hier zum Beispiel. Hasen ist mir noch nicht so ganz klar, was wir damit sollen. Hier könnten wir Solarkollektoren kaufen für das Geld. Aber ich will noch ein bisschen Geld haben. Ich habe bestimmt irgendwelche Maschinen vergessen. Deswegen bin ich lieber vorsichtig. Und würde sagen, ja, wie versprochen, wir starten mit der Kartoffelernte. Und dann wollen wir mal gucken, ob da jetzt noch ein bisschen mehr rausgekommen ist. Wollte ich hin? Statistiken, Felder. Nee, das wird nicht mehr. Vorgeschlagene Ernte. Das ist schon cool. Was? Maximale was? Aus den Feldern versus... Womit verdient man denn so viel? 29.000. Wo soll ich? 3.500. Wahrscheinlich... Kann das sein, weil ich das nicht selber gemacht habe, dass das Spiel das berücksichtigt? Ich weiß nicht. So, jetzt Kartoffelernte. Ich bin gespannt, was die Maschine hergibt. So, wir fahren mal hier vorne hin. Krautschläger ist vorne dran. Jetzt müssen wir natürlich erstmal hier Arbeitsmodus einstellen. Da klappt das alles runter. Okay. Und dann müsste eigentlich... Mal in die Maschine angucken. Ich kann mir nämlich... Oh Gott. Ist das eine Einschar? Oh, Leute. Oh, Gott. Ich glaube, dass... Wir wollen, dass der Helfer das macht. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Das heißt, wir fahren mal eben so, wie der Helfer fahren würde. Der Wendekreis ist erstaunlich. Und ja, ich gebe gerade Vollgas. Das soll nämlich gerade an Riel fahren. Die hatten das gleiche Problem. Irgendwie... Komm, fahren wir von der Seite rein. Ja, was ist los im deutschen Eisschnelllauf, ist die Frage. Was? So. Ja, es kann natürlich sein, dass so Sachen wie Bewässerung, ne? Wenn man noch 85% bewässert, dass das jetzt auch noch mit da reinspielt. Ja, und die Physik hier, die ist teilweise überraschend. Nennen wir es mal so. Überraschend. Und pass auf, ich lasse das jetzt mal den Helfer machen. Ich glaube, sonst werde ich wahnsinnig hier. Das können wir gar nicht selber machen. Das geht doch gar nicht. Bist du doch bekloppt. So. Mal runter. Und Willi go. Können wir es ja trotzdem mal gucken, wie es funktioniert. Also, er fährt hier runter. So, dann werden hier die... Kartoffeln. Hm. Hallo? Da sieht man gar nichts. Ich finde aber schade. Die anderen Maschinen sind so detailliert halt und der hier macht gar nichts. Also er scheint zu ernten. Doch, da kommen sie. Da kommen sie angelaufen. Ja, ich will euch das zeigen, aber dann hält er mal an. Kann ich das mit der Kamera vielleicht besser zeigen? Mit der Drohne? Alter, wie... Da ist ja wahnsinnig, wenn du das mit der Breite... Und das ist die Maschine dafür, also die... Eieieiei. Ja, aber das ist ideal für die Leute, die im Keller auch so ein kleines Studio haben, wo sie sich gerne auspeitschen lassen. Was? Kann man auch nicht besser sehen, so. Unser Trecker ist auch wirklich nicht gut. Nicht gut dafür geeignet, glaube ich.
Die Frage ist natürlich jetzt auch noch, wie viel geht da rein und meckert der dann gleich, wenn er voll ist? Und können wir überhaupt die Maschine auf den großen Hänger abladen? Das muss ich nämlich mal eben den kleinen Hänger holen. Ich würde sagen, das testen wir hier noch. Wo habe ich den denn geparkt? Da hinten, ne? Und Raupentrecker werden wir nicht mehr holen. Das habe ich auch bei beschlossen. Könnt ihr mal gucken, ob wir vielleicht so einen kleinen Trecker, so einen kleinen wendigen Trecker für diese Feldarbeit noch bekommen. Und der mit allen Maschinen, so ein mittlerer Trecker müsste eigentlich funktionieren. Auch, dass wir mal so Sachen hier einfach angekoppelt lassen können, nicht immer nur herfahren müssen. So. Ich glaube nämlich nicht, dass das mit diesem Hänger geht. Anhänger! Ja, ist ja gut. Tut mir doch leid. Da hat er geschummelt. Haben wir nicht geguckt. Habt ihr das gesehen? Aber er erntet. Er erntet ordentlich. Kann man die überhaupt noch tanken? Das sieht irgendwie nicht so aus. Erkennt er uns überhaupt? Das haben wir doch gar nicht getestet. Nee. Also, das wird noch interessant. Ich lasse mir jetzt erstmal machen, beziehungsweise ich werde das jetzt mal. Soll ich das zwischenfolgen selber machen? Ist auch doof. Ich zeige das mal. Helfer Ernte sammeln beendet, ja. Dann glaubst auch nur du. Was können wir denn machen? Arbeit stoppen, Arbeit verlassen. Wir können die nicht abladen. Wie soll ich das denn machen? Geht wahrscheinlich nur, dass wir die selber ins Kartoffellager fahren, oder was? Das würde mich aber auch sehr, sehr irritieren. Ja, so klappt die Maschine komplett zusammen. Der Vorteil, wenn wir selber fahren, ist, wir können hier richtig rumfahren mit vernünftigem Vorgewinde und so. Und der muss ja nur hier, sagen wir mal so, an den Rand dran, ne? Optimal ist das noch nicht, aber wie gesagt, ich finde es halt cool. Mal komplett neue Sachen. Kartoffeln sind jetzt nicht neu. Aber grundsätzlich mal, ne? Auf der ganzen Welt so Sachen machen. Mit anfassen. So, da unten sehen wir den Kartoffelspeicher. 3,8 Tonnen Kartoffeln auf Besitz. Bin ich mal gespannt, wie wir den gleich abladen können. Kartoffellager haben wir auch am Hof zur Not. Was man auch verwenden könnte. Der hat auch keinen Anreißer, die Maschine, dass man ein bisschen besser sehen könnte. Alles mit diesem Trecker ist ja scheiße. Zum einen gucken, ob wir den irgendwie... Wo wäre denn hier das Lager dafür? Gülletank. Da kippen wir die mal lieber nicht rein. Hier, Kartoffelspeicher. Die müssen wir erst kaufen. Ich hole mal den kleinen Anhänger. Den haben wir ja noch oben stehen. Den brauchen wir eh wahrscheinlich über das Fleisch und die Eier und so zu verkaufen, wenn wir den Hühnerstall kaufen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Besten Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen hier in Pure Farming. Tschüss! Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.